Meine Predigt hat den Titel heute Morgen, was unsere Hoffnung mit Israel zu tun hat. Wenn ihr soweit seid, das einzublenden, diese Titelfolie. Ich habe bei diesen ganzen Gemeinden, die sich vorgestellt haben, eine ganz besondere Freude gehabt, dass die jüdisch-messianische Gemeinde auch gewunken hat. Ein schönes Bild. Und genau, du kannst gleich eins weiter blenden. Da habe ich das nochmal eingeblendet, dieses Bild von dieser Gemeinde. Und ich dachte, vielleicht wäre das schön, weil wir auch dieses Jahresthema Hoffnung haben, zum einen anhand der Wurzel unseres Glaubens mal zu sehen, was unsere Hoffnung mit Israel zu tun hat, und auch eine Brücke zu dieser Gemeinde und zu dem, was uns da verbindet, auch zu bilden. Das ist ein Thema, das auch nicht so häufig vorkommt und das mir sehr auf dem Herzen liegt, uns damit hineinzunehmen. Es jährt sich ja in der kommenden Woche auch der 7. Oktober, als dieses ganz schlimme Massaker in Israel geschah. Das ist ein Jahr her, und das hat ja auch diese sehr kritische Sicherheitslage, wo man jetzt jeden Tag auch eine Schlagzeile nach der anderen, die besorgniserregend ist. Und da droht auch natürlich eine große Eskalation. Ich möchte heute Morgen vor allem durch dieses Thema dazu beitragen, dass wir das mit geistlichen Augen auch betrachten können. Und deswegen möchte ich über ein Gleichnis, einen Bildvergleich vor allem sprechen. Ihr seht ja hier auch schon einen Baum abgebildet, wo es um einen Ölbaum oder einen Olivenbaum geht. Frage: Kennt ihr diesen Olivenbaum? Könnt ihr den so zuordnen, wo der steht? Wenn ihr ein bisschen so die Tür hinten, und vielleicht habt ihr erkannt, dass es der Weitwinkel ist. Ja? Und da steht dieser Olivenbaum oder auch Ölbaum, und dieser Ölbaum, der hat es mir ein bisschen angetan. Weil der stand nämlich früher, und die Lisi weiß es, der stand in dem Vorraum, also die Türe zum Weitwinkel, der Eingangstür ist ja jetzt quasi links auf dem Bild, wo man reingeht, und da stand er innen drin. Und da ging es dem irgendwie mit der Zeit nicht mehr so gut, diesen Baum. Und ich habe dann mich dem Baum angenommen, wenn man gesagt hat, jetzt stellen wir den einfach mal raus an die frische Luft, und der hatte Wollläuse, und ich habe dann so zweimal den behandelt so und Wollläuse runtergemacht. Und dann natürlich, weil das ja eine mediterrane Pflanze ist, dann geht es ja auch darum, den dann im Winter gut einzupacken, ne? Also so doppelt eingepackt, und dass der ja den Winter gut überlebt, und dann gieße ich den Ölbaum ab und zu mal und dünge ihn. Und wenn da jemand von euch noch fachmännisch oder fachfrauliche Tipps hat, dann bin ich da offen. Auf jeden Fall, ich finde es richtig schön, diesen Ölbaum. Ich habe gedacht, ich möchte gerne ein Ölbaumversteher sein. Und euch einladen, heute Morgen auch Ölbaumversteher zu werden, dass wir nämlich dieses Ölbaumgleichnis von Paulus in Römer 11 anschauen. Einen Ölbaum, der ganz viel beinhaltet. Und über Bäume predige ich sowieso gerne, weil das ja auch meine berufliche Vergangenheit ist. Und Bäume haben in der Bibel ja auch eine wichtige Bedeutung. Denken wir gleich im Paradies an den Baum der Erkenntnis, den Baum des Lebens oder den Baum in Psalm 1, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Bach hin ausstreckt. Lauter schöne Bilder. Und in Römer 11 vergleicht Paulus den Ölbaum, einen Ölbaum nimmt er als Bild für den Heilsplan Gottes, und was wir, die Christen aus den Heiden, aus den Nationen, und die Juden aus dem Volk Israel, für eine Beziehung in diesem Heilsplan zueinander haben. Dafür steht der Ölbaum. Und wenn du mal die nächste Folie einblendest, ich habe jetzt einfach mal so diesen Stammbaum versucht aufzuzeichnen. Wer von euch hat schon mal sich mit eurem Familienstammbaum beschäftigt? Das ist ja interessant, da gibt es dann auch Personen, die das dann zurückverfolgen und bis ins 16. Jahrhundert oder noch früher. Und das hat ein Onkel von mir auch gemacht, und deswegen weiß ich zum Beispiel, dass es Christoph Stumps irgendwie im 16. Jahrhundert schon irgendwo im Weinbaugebiet bei Mundelsheim gab oder so. Also schon interessant, ne? Gar nicht so weit von hier weg. Und ich habe zwei Opas gehabt, die beide in ihren letzten Jahren Memoiren geschrieben haben. Habt ihr vielleicht auch erlebt, so ein Opa, der hat immer so getippt dann. Also ein Opa, der hat 5 Bände geschrieben. Und die sind jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, also sehr detailorientiert, und da ist es nicht so einfach, die mal so geschwind durchzulesen. Da braucht man dann sehr viel Zeit und muss vielleicht ein bisschen selektiv lesen.
Und der andere Opa, und das hat auch ein bisschen ihrem Charakter entsprochen, der hat das so in 30 Seiten so so. Das kannst du an einem Sonntagnachmittag lesen. Also 30 Seiten und der andere 5 Bände. Jetzt versuche ich heute Morgen, weil wir ja auch einen Stammbaum anschauen, nämlich den biblischen Stammbaum, den könnte man jetzt auch in was weiß ich wie viele Bänden erzählen. Und ich versuche das ein bisschen zusammenzufassen, wie mein Opa, der so ein bisschen straff war. Okay? Also das so ein bisschen als Hintergrund. Wenn wir so wollen, haben wir ja beginnend mit 1. Mose 1 und dann vor allem 1. Mose 12 mit Abraham eigentlich Memoiren, die Gott uns geschrieben hat, die erklären, wo wir denn eigentlich herkommen, wo die Wurzeln unseres Glaubens sind und wie sich das über die Jahrhunderte vor Jesus und danach Jesus weiterentwickelt hat. Und die Geschichte mit Abraham, die kennen die meisten, gell, diese wunderbare Zusage, wo Gott auf einmal dem Abraham sagt, verlass deine Heimat, deine Verwandtschaft, dein Elternhaus, zieh in ein anderes Land, das ich dir zeige, ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen, ich werde dich segnen, deinen Namen berühmt machen, du wirst für viele Menschen ein Segen sein und in dir, Abraham, Vater vieler Völker, werden alle Völker gesegnet sein. Also da sehen wir schon zwei Linien drin. Abraham hat die Verheißung, der Vater eines Volkes zu werden, des Volkes Israel. Und durch dieses Volk werden auch alle anderen Völker auf der Erde gesegnet. Und wir kennen diesen Stammbaum dann von Abraham über Isaak zu Jakob, den dann Gott also Israel, dem Namen Israel gegeben hat und der Stammvater war, also die Söhne von Jakob, aus denen gingen die 12 Stämme von Israel hervor. Und wir sehen das dann auch, gell, in Matthäus 1 zum Beispiel, diesen gesamten Stammbaum von Abraham bis Jesus. Da kam die Ruth zum Beispiel drin vor, dann der Isai und dann der David. Also der David, der Sohn Isais, und Jesus ist ja aus dem Haus David. Jesaja schreibt, eine Wurzel Isais, ja, also ist Jesus, der Messias, heraus entstanden. Und ich möchte zu Jesus und Paulus, habe ich dann schon in den Stamm hochgeschrieben, noch ein bisschen was Ergänzendes sagen. Jesus heißt auf Hebräisch Yeshua HaMashiach, Jesus der Messias der Juden. Der ist vor unserem Kreuz gestorben und er ist der König der Juden, stand auf seinem Kreuz drauf. Er ist der Messias, auf den das Volk Gottes gewartet hat. Der Simeon, der alte Mann, der dann den kleinen Jesus im Tempel sah, sagte, jetzt kann ich in Frieden sterben. Meine Augen haben den Heiland gesehen. Er war einer der, die Jesus als Messias erkannt haben. Und Jesus war Jude und im Gesetz des Moses unterrichtet, und ich bin überzeugt davon, er hat voll in dieser jüdischen Kultur gelebt. Er ist der jüdische Messias und er war auch gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das war seine Hauptaufgabe, Menschen aus seinem eigenen Volk für Gott zu gewinnen. Und wenn er auch Konflikte mit den Pharisäern hatte, ging es nicht darum, das jüdische Gesetz in Frage zu stellen, sondern die Gesetzlichkeit vieler Pharisäer, die zwar sehr bemüht waren, die Gesetze äußerlich zu halten, aber mit ihrem Herzen nicht so richtig bei Gott dabei waren und Sachen auch nochmal verkompliziert haben. Und was ist das Wichtige daran? Weil wir als Christen manchmal dazu neigen, wenn du im Internet Jesus eingibst, du bekommst eigentlich in der Regel keine Bilder, die darauf schließen lassen, dass Jesus einen jüdischen Hintergrund hatte und dass er Jude war. Wir haben oft die Tendenz, dass wir Jesus verchristlicht haben, und dramatisch wurde es dann spätestens im Dritten Reich, als ich in der Zeit von Hitler eine Theologie entwickelt hat, die Jesus versucht hat, zu einem Arier zu machen und ihn vollkommen entjudaisiert hat. Das hat ja auch nicht reingepasst. Ja? Aber das ist eine ganz große Tragik, die da geschehen ist. Jesus war Jude. Und dann geht es weiter und dann möchte ich euch den zweiten vorstellen, den Paulus, den Rabbi Shaul. Ja? Der Paulus, der in Römer 11 von sich selbst sagt, ich bin ein Pharisäer aus der Nachkommenschaft Abrahams, aus dem Stamm Benjamin.
Das war genauso ein Jude. Und wir denken manchmal, Paulus hat sich auf dem Weg nach Damaskus, als er dann geblendet wurde, als er Jesus begegnet ist, dann zum Christentum bekehrt. Das stimmt gar nicht. Paulus wurde kein Christ, sondern er hat als Jude den Messias des Volkes Israel erkannt und ihm begegnet. Und Paulus ist auch immer Jude geblieben. Wir könnten sagen, Paulus wurde ein Judenchrist oder besser gesagt ein messianischer Jude. Und die Theologie hat eigentlich bis in die 90er Jahre, das kann man sich gar nicht vorstellen, des letzten Jahrhunderts, erst seit 25 bis 30 Jahren gibt es in der Theologie eine Strömung, eine sogenannte neue Perspektive auf Paulus, the new perspective on Paul, die Paulus wieder in dieses jüdische, in diesen jüdischen Kontext versetzt hat. Auch da hat man gemerkt, man hat Paulus eigentlich verchristlicht und ihn aus seinen jüdischen Wurzeln herausgenommen. Und das ist vielleicht ganz interessant, wenn wir jetzt in den Römerbrief reingehen, und ich möchte da relativ zügig durch drei Kapitel gehen, Römer 9 bis 11, und euch ganz wärmstens ans Herz legen, diese drei Kapitel mal zu lesen. Paulus beginnt im Römer 9, nämlich erstmal zu sagen, ihm zerreißt es das Herz. Was ich jetzt sage, schreibt Paulus, sage ich in der Gegenwart Christi. Mein Gewissen bezeugt mir, der Heilige Geist bestätigt mir, das ist jetzt die Wahrheit, ich übertreibe nicht. Der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, der Juden, die nicht an Jesus glauben, wie ich ihn als Messias erkannt habe, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Paulus zerbricht das Herz, dass die seine jüdischen Brüder und Schwestern Jesus, den Messias, ablehnen. Und er sagt, und das ist der Hammer, er ist in ständiger innerer Not. Er wäre sogar bereit, schreibt er, für sie ein Verfluchter zu sein. Er wäre am liebsten verloren, wenn sein Volk statt seinetwillen Jesus als Messias erkennen würde. Und er schreibt, sie sind ja die Israeliten, ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt. Ihnen gehören die Bündnisse, ihnen hat er das Gesetz, die Ordnungen in Gottesdienst gegeben. Ihnen gelten alle Zusagen, alle Treuebünde, sie gelten dem Volk Israel. Und Paulus sagt, ich pack das fast nicht, mein eigenes Volk erkennt den Messias nicht. Und hier begegnen wir, wenn wir jetzt auf den Ölbaum schauen, das, was hinten so gelb drinsteht, diese natürlichen Zweige, die Paulus in dieses Bild des Ölbaums beschreibt, diese natürlichen Zweige sind ausgebrochen. Ja? Sie erkennen Jesus nicht als Messias, bis auf einen Überrest, zu dem er ja selber gehört. Ja? Also er spricht dann von einem Überrest, aber sehr viele Juden erkennen den Messias nicht, und das ist ja bis heute so. Das ist so, wie wenn du dir vorstellst, Gott, du hättest Kinder, die du liebst, denen du alles gegeben hast, die deine natürliche Familie sind, und diese Kinder wenden sich von dir ab und wollen nichts mehr von dir wissen. So muss es Gottes Herz erlebt haben. Und jetzt kommt 40 bis 50 Jahre nach Christus noch etwas dazu, wo wir jetzt auch mit ins Spiel kommen, nämlich die eingepfropften Zweige der Christen aus den Nationen. Paulus schreibt, ein Nichtvolk, die Heiden aus den Nationen, das war ja dann auch spannend am Anfang der Apostelgeschichte, da kamen auf einmal Menschen zu Jesus und sind ihm begegnet, sind mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, die keine Juden waren. Ja? Aus allen Nationen wurden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt, kamen zu Glauben, zum Glauben an Gott, und er vergleicht es mit eingepfropften Zweigen in den edlen Ölbaum. Wer hat von euch schon mal einen Apfelbaum veredelt? Also ich habe es noch nicht gemacht, aber ich war mal dabei, ich habe mal zugeguckt. Wenn man einen Apfelbaum veredelt, das liegt ja schon in dem Wort drin, dann pfropft man einen edleren Zweig auf den Apfelbaum, dass der dann edler wird. Oder nachvollziehbar? Beim Veredeln veredelt man mit einem edleren Zweig. Hier ist es umgekehrt. Und das kann eigentlich nur Gott machen, sowas. Er nimmt einen wilden Zweig in den edlen Ölbaum. Das ist ein Umkehrschluss. Also schon spannend. Kontraproduktiv eigentlich, aus gärtnerischer Sicht.
sehr kontraproduktiv. Man macht es andersrum. Wilde Zweige in den Edelölbaum pflanzen, hört sich nach Gott an. Aber was passiert jetzt diese wilden Zweige? Und da ist es schön, gell? Dieser Saft dieses Ölbaums, zu dem kriegen die wilden Zweige auf einmal Zugang. Ja? Sie können jetzt von diesem Ölbaum profitieren, von diesen Segnungen, von diesen Bünden, übrigens auch vom neuen Bund, den Gott auch zuerst mit seinem Volk Israel geschlossen hat. In Jeremia 31 heißt es, ich werde mit ihnen einen neuen Bund schließen und mein Gesetz in ihr Herz schreiben. Und Jesus hat beim Abendmahl mit den Jüngern gesagt, der Kelch des neuen Bundes, das ist jetzt vollzogen, das ist dieser neue Bund in Jesus. Also auch dort sind wir, das ist nicht unser Bund ursprünglich, sondern auch in diesen Bund sind wir eingepfropft worden. Wir sind also auf Schwäbisch gesagt Reingeschmeckte. Wir waren fern, schreibt der Epheserbrief. Und hier schließt sich jetzt der Kreis. Gott sagte zu Abraham, dass er durch sein Volk und dem Nachkommen Jesus alle Geschlechter auf der Erde segnen möchte. Und das hat er getan, indem wir eingepfropft worden sind in diesen edlen Ölbaum. Und Paulus bekommt von Gott diese tiefe Offenbarung und Erkenntnis im Römerbrief, dass es zu Gottes Heilsplan gehört. Es haltet euch fest, dass die Juden, die Augen von den Juden verschleiert sind, ihr Herz verfinstert ist, ihr Geist betäubt ist in Bezug auf Jeshua HaMashiach, damit die Nationen Anteil an diesem Segen bekommen können. Für diese Zeit, wo wir eingepfropft sind, sind die Juden sozusagen, sind die Augen der Juden gehalten. Und Paulus sagt, das ist der Heilsplan Gottes. Ist fast nicht zu verstehen für uns. Aber das ist wichtig, wenn wir gleich diese Ölbaum-Gleichnisverse lesen, dass wir diesen Hintergrund kennen. Warum hat Paulus den Römerbrief geschrieben? Ganz spannend. Unter Kaiser Claudius, das finden wir in der Apostelgeschichte 18, gab es eine Judenverfolgung in Rom und die Juden mussten Rom verlassen. Und interessanterweise, da waren ja dann auch schon Heidenchristen in Rom, und interessanterweise 5 Jahre später, nachdem Claudius gestorben war und Nero war ja auch nicht gerade ein toller römischer Kaiser, dann Kaiser wurde, aber da hat zumindest konnten die Juden wieder zurück. Also das war jetzt vielleicht eine Sache, die bei Nero besser war als bei Claudius. Juden sind also zurück. Und 5 Jahre, nachdem sie zurückgekommen sind, haben die Heidenchristen eigene Gemeinde natürlich gehabt und die Juden haben ihre Gemeinde nicht mehr erkannt. Ja? Heidenchristen haben natürlich jetzt eine Gemeinde kulturell anders geprägt. Und auf einmal stand jetzt, ja, wie ist es jetzt mit Judenchristen und Heidenchristen? Und Paulus schreibt den Römerbrief, um hier eine Verbindung und eine Ordnung reinzubringen. Und das müssen wir verstehen, das ist eigentlich das Motiv von ihm, dass er Römer 9 bis 11 geschrieben hat. Jetzt kommt etwas sehr Wichtiges, bei dem ich euch bitte gut aufzupassen. Wir könnten jetzt als Christen nämlich aus den Nationen sagen, das haben wir in der Kirchengeschichte 2000 Jahre lang gemacht, ja, Israel glaubt ja nicht an Jesus. Gottes Volk hat es sozusagen verscherzt. Die haben ihre Chance. Und jetzt sind wir Christen da, die Gemeinde Jesu, die jetzt anstatt Israel diesen Bund mit Gott geschlossen haben. Es tut mir leid, aber das ist das Denken überwiegend bis heute teilweise in unseren Gemeinden. Leider dachten viele Christen in der Kirchengeschichte so, und diese Verbreitung, das nennt man Ersatztheologie oder Substitutionstheologie, die besagt, der Segen ist von Israel weggegangen, die haben es quasi verscherzt und jetzt sind wir Christen, haben es jetzt. Ja, wir haben alle Segnungen, was Gott seinem Volk versprochen hat, das gilt jetzt uns und Israel ist sozusagen verstoßen. Und jetzt schauen wir mal, was Paulus in Römer 11, 1 bis 4 dazu sagt. Was will ich damit sagen? Hat Gott sein Volk etwa verstoßen? Niemals. Das ist eine der stärksten griechischen Verneinungen. Niemals, no way. Er hat es nicht verstoßen. Ich bin ja selbst ein Israelit.
Ich bin ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Schließlich hat er schon vor aller Zeit die Entscheidung getroffen, dass es ihm gehören soll und dass er ihm treu bleibt. Und wie wir es heute Morgen gehört haben, dass er der Fels, der ewige Fels für sein Volk bleibt. Oder später, Verse 11 bis 12, will ich damit sagen, dass sie zu Fall gekommen sind, um nie wieder aufzustehen? Keineswegs. Sie haben zwar einen falschen Schritt getan, aber das hat den anderen Verantwortung gebracht und dadurch wiederum sollen sie selbst eifersüchtig werden. Nicht schlecht. Ist nicht so allgemein bekannt, Römer 9 bis 11. Ne? Und jetzt geht es noch weiter. Römer 11, 25 bis 26. Ich möchte euch, liebe Geschwister, und das schreibt er ja vor allem an die Heidenchristen. Der Römerbrief ist nicht an Judenchristen geschrieben, sondern an die Heidenchristen. Ich möchte euch das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat, aber das muss nur so lange dauern, bis die volle Zahl der Menschen aus den anderen Völkern der Nationen zum Glauben gekommen ist. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel, haltet euch fest, gerettet werden. Römer 11, 28, und das ist für uns wichtig. Paulus schreibt, ihre Einstellung zum Evangelium macht sie zu Feinden Gottes. Das kommt euch zugute. Also Israel, Juden, die heute sagen, wir glauben nicht an Jesus, sind dem Evangelium gegenüber ablehnend. Aber Paulus schreibt, die Wahl, die Gott getroffen hat und die Erwählung der Väter, er hat eure Stammväter erwählt und wenn sie Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemand beruft, macht er das nicht rückgängig. Wir sehen hier einen Unterschied zwischen Errettung und Erwählung. Uns als Christen sehr daran gewöhnen, dass das jüdische Volk, auch wenn es Jesus ablehnt, eine Erwählung hat, in der Zukunft ihren Messias anzunehmen und wieder zu erkennen. Was hat das mit uns zu tun? Jetzt haben wir viele Bibelstellen gelesen und jetzt kommen wir zum eigentlichen Ölbaumgleichnis. Das habe ich jetzt aufgespart, um möglichst die Grundlagen auch zu bilden, mit diesem Stammbaum, diesen ausgebrochenen Zweigen und diesen eingepropften Zweigen. Jetzt schauen wir mal, ob wir gute Ölversteher werden. Römer 11, 17 bis 24 lese ich jetzt einfach mal durch und es ist wie ein fiktiver Dialog, den Paulus mit den Nichtchristen führt. Er sagt, nun wurden aber einige dieser Zweige ausgebrochen und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, der Zweig eines wilden Ölbaums, eingepfropft worden und wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Doch das ist kein Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, lass dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Aber, entgegnest du vielleicht, damit ich eingepfropft werden konnte, sind andere Zweige doch ausgebrochen worden. Einverstanden, sagt Paulus. Also merkt, das ist irgendwie herrlich, gell? Das ist ein richtiger Dialog. Aber dass sie ausgebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben. Dass du da stehst, wo du stehst, liegt an deinem Glauben. Darum sei nicht überheblich, sondern sei dir bewusst, in welcher Gefahr du dich befindest. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum sollte er dann dich verschonen? Das ist eine Warnung. Du hast hier also beides vor Augen, Gottes Güte und Gottes Strenge, seine Strenge denen gegenüber, die sich von ihm abgewendet haben und seine Güte dir gegenüber vorausgesetzt, du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen, sonst wirst du auch abgehauen werden. Wow. Die ausgebrochenen Zweige dagegen werden wieder eingepfropft werden. Hammer. Sofern sie nicht in ihrem Unglauben festhalten. Denn es steht sehr wohl in Gottes Macht, sie wieder einzupfropfen. Wenn du aus dem wilden Ölbaum herausgeschnitten wurdest, zu dem du von Natur aus gehörtest und aus dem wilden Ölbaum, genau, auf den edlen Ölbaum aufgepfropft worden bist, mit dem du doch von Natur aus nichts gemeinsam hast, wie viel leichter wird es dann sein, die Zweige, die von Natur aus
zum edlen Ölbaum gehören, wieder auf ihren eigenen Baum aufzupoffen. Also Gott sagt eigentlich, oder Paulus sagt eigentlich, es ist für Gott keine große Sache, die ausgebrochenen jüdischen Zweige wieder einzupropfen. Es war viel schwieriger mit uns Reingeschmeckten. Ja? Und jetzt warnt also Paulus die Heidenchristen davor, stolz zu werden und auf das jüdische Volk herabzusehen. Und wisst ihr, dieses Eingepfropftsein, das finde ich so ein Vorrecht. Gell? Wir machen das manchmal so, dass wir zum Beispiel sagen, Jeremia 29, Vers 11, wunderschöner Vers, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Das sind so schöne Verse und wir sprechen die manchmal bei der Kindersegnung oder sprechen die uns zu. Und das können wir auch, weil wir von diesem Saft des Ölbaums profitieren. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das immer erstmal dem Volk Israel gilt, dieses Wort. Also versteht ihr, was ich meine? Es gehört erst dem Volk Israel und wir profitieren durch das Eingepfropftsein. Und jetzt kommt die Tragödie der Kirchengeschichte. Die Tragödie der Kirchengeschichte seit 2000 Jahren ist, die christliche Kirche hat die Warnung von Paulus in Römer 11 zum allergrößten Teil nicht ernst genommen und genau das Gegenteil getan. Juden wurden verfolgt, sie wurden als Christusmörder beschimpft. Wir sehen hier ein Bild vom Straßburger Münster. Wenn ihr nach Straßburg fahren würdet, würdet ihr diese beiden Damen sehen, diese Skulpturen. Da ist links die Ekklesia und rechts die Synagoga. Und die Ekklesia steht für die christliche Kirche, eine schöne, stolze Frauenfigur. Sie trägt eine Krone als Herrschaftszeichen, hält das Kreuz als Zeichen für das Christentum, den Kelch als Zeichen für den neuen Bund in ihren Händen. Die Synagoga wird als schwache, geschlagene Frau mit abgewandten Blick gezeigt, die gegen die Ekklesia nicht bestehen kann. Dazu gehören die am Boden liegende Krone, die gebrochene Lanze als Symbol der abgegebenen Vorherrschaft an das Christentum. Über den Augen trägt sie eine Binde als Illustration für die Blindheit des Judentums. Darüber hinaus besitzt Synagoga oft weitere symbolische Attribute wie eine der aus der Hand entgleitende Tora-Rolle oder sie hält einen Ziegenkopf als Symbol des Sündenbocks. Manchmal wird sie sogar gemeinsam mit dem Teufel abgebildet. Ist es nicht? Könnte man da nicht Tag und Nacht weinen? In unserer Kirchengeschichte, ein Martin Luther, dem wir so viel zu verdanken haben, hat leider auch in seinen späteren Jahren sich gegen die Juden gestellt. Das Ganze gipfelte, und deswegen ist es für uns in Deutschland so wichtig, dass von unserem Boden eben diese Pogrome ausgingen, diese Shoah, wie die Juden sagen, wo so viele Juden im Holocaust hingerichtet wurden. Die Theologie hat Jesus entjudaisiert, habe ich schon verstanden, oder schon weitergegeben. Und es ist auffällig, wie oft Römer 9 bis 11 in den Predigten einfach weggelassen wird. Und der Römerbrief springt von 8 auf 12. Was können wir lernen? Ich denke, wir sollen die Juden zur Eifersucht reizen. Wenn wir so mit den Juden umgehen, wenn wir, die wir diesen Messias der Juden in unserem Herzen tragen, sie nicht lieben, können wir sie auch nicht zur Eifersucht reizen. Wie haben die Juden Christus in uns erkennen können in den letzten 2000 Jahren? Wenn ihnen Hass entgegenschlägt, ist unmöglich, wundert mich gar nichts. Umso schöner ist, dass es die jüdisch-messianische Gemeinde in Stuttgart gibt, ne? Die zu denen gehören, die aus diesem Überrest sind, die Jesus als Messias verehren. Also was können wir lernen? Ich glaube, ein Verständnis von Gottes Heilsgeschichte mit Israel, ein gutes, ausgewogenes Verständnis zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, unserer Rolle in diesem Stammbaum Gottes und in unserer Identität, dass wir es jetzt nicht sind und die Juden nicht mehr, sondern dass wir so demütig und dankbar sein
zu Gott sagen, danke, dass ich als wilder Ölbaumzweig eingepfropft wurde. Danke, Herr, dafür. Und dass wir auch dadurch geistliche Augen bekommen für die Situation im Nahen Osten, eine geistliche Perspektive. Und nur kurz dazu, ich möchte jetzt gar nicht in die Politik reingehen, wir brauchen nicht alles gutheißen, was Israel macht oder wie die Politik gestaltet wird, aber wir können einen anderen Blick dafür bekommen. Medien berichten heute sehr einseitig und falsch über die Situation in Israel. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es das Ziel des radikalen Islam ist. In der Charta der Hamas steht, Israel soll vertilgt und ausgelöscht werden. Ja? Und auch der Iran hat kein anderes Interesse, als dieses Land auszulöschen, dass es von der Landkarte verschwindet. Das ist nicht verhandelbar. Und das müssen wir wissen, ja? Warum auch Israel sich selbst verteidigen und wehren muss. Und wir sollten Antisemitismus entgegentreten. Selbst die Gottesdienste der messianisch-jüdischen Gemeinde in Stuttgart, soweit ich jetzt informiert bin, kann man nur mit vorheriger Anmeldung besuchen, aus Sicherheitsgründen. Nur, dass wir das wissen. Ich staune immer wieder über Berichte von muslimischen Freunden. Übrigens, Gott liebt die Araber, die Moslems genauso. Es gibt keinen Unterschied. Er hat seinem jüdischen Volk eine besondere Erwählung gegeben. Das heißt nicht, dass er die anderen Völker nicht genauso liebt. Wenn muslimische Menschen Jesus kennenlernen, wir hören atemberaubende Wunder, dass sie von Jesus träumen, von einem weiß gekleideten Mann, den sie dann als Isa, als Jesus erkennen und ihm dann ihr Leben anvertrauen, ist es nicht selten der Fall, dass sie auf einmal ein Herz für die Juden bekommen. Auf einmal lieben die Israel und die wissen gar nicht warum. Ist es nicht sehr erstaunlich? Und das ist einfach wichtig und gut für uns zu wissen. Ich möchte zum Abschluss jetzt noch kurz einen ganz persönlichen Bezug von uns zu diesem Thema reinwerfen. Das ist unser Sohn, der Micha. Der Micha arbeitet seit einigen Jahren für die internationale christliche Botschaft Jerusalem in Stuttgart. Und Arise ist die Jugendarbeit und Micha macht den Bibelpodcast, also den könnt ihr einfach auch mal hören, wenn ihr wollt, auf Spotify oder so. Und er macht auch immer jährlich mit einer Jugendfreizeit, wo sie junge Menschen nach Israel bringen und einfach auch so eine Verbindung schaffen und ein Bewusstsein schaffen, einfach für Israel. Und das freut uns total. Bea und ich, wir hatten bis 1998 auch eigentlich mit Israel nicht viel am Hut, gell? Das war jetzt nicht unbedingt ein Teil unseres Glaubens, den wir auf dem Zettel hatten oder der uns bewusst war. Und dann haben wir aber mal eine gute Lehre drüber gehört und gesagt, jetzt machen wir mal eine Reise nach Israel. Und in der Zeit war es so, dass wir über 5 Jahre schon auf Kinder gewartet haben. Das wollte bei uns einfach nicht funktionieren. Also wir kennen den Schmerz. Ich weiß, dass viele andere noch viel länger warten und das nicht erfüllt wurde, aber das war bei uns wirklich so und wir haben dann am ersten Abend mit dieser Reisegruppe erzählt, gleich so persönlich, das war eine christliche Reisegruppe, also wir sind Bea und Christoph und so weiter und wir wünschen uns Kinder und dann haben wir beten da für euch und so weiter und dann haben wir mal einen Abend gehabt in einer Gemeinde in Tiberias und da war so ein ausgewanderter Schwabe, der dann gepredigt hat und er hat gesagt, er hätte 11 Kinder. Und er betet jetzt noch für Kranke. Dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt vor zu dem. Und wenn der mir die Hände auflegt, vielleicht passiert dann irgendwas. Und bei Bea klappt es dann oder irgendwie. Ja. Und ich bin davor und habe gesagt, hier, ich bin jetzt nicht in dem Sinne krank, aber Kinderwunsch und so weiter. Und dann hat er einfach gesagt, so, ich gehe heim. Der hat mit mir Schwäbisch gesprochen. Gell? Jetzt gehe ich heim und danke Gott jeden Tag für Fruchtbarkeit. Okay, ich habe es gemacht. 2 Monate später war Bea schwanger. Und dieser Mann, der Gideon hieß, dem haben wir das dann geschrieben. Gideon, das hat geklappt. Und wir haben einen Sohn bekommen, der heißt Micha. Und Gideon hat Segensworte für Micha uns geschickt. Er hat Micha gesegnet. Und dass der jetzt heute sowas macht,
da laufen uns mal die Tränen runter. Wir haben unsere Geschichte erlebt, wo wir etwas von diesem Saft des Ölbaums in unserem Leben erlebt haben. Wenn du in Israel gehst, dann spürst du, das ist kein normales Land. Dieser Saft des Ölbaums, wenn wir mit dem in Berührung kommen, und ich glaube, am Ende der Zeit werden die Nationen nach Jerusalem ziehen, weil dort so viel Weisheit ist und so viele Segnungen sind. Und ich glaube, das ist schön, wenn wir das verstehen dürfen. Und ich komme zum Schluss und ihr dürft gerne als Lobpreisteam kommen. Wir haben im Rahmen unseres Jahresthemas Hoffnung immer mal wieder diesen Vers gelesen, Römer 15, 13. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt und dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte euch jetzt zum Schluss noch die Verse lesen, die vor diesem Vers 13 stehen. Das sagt nämlich Paulus, denn ich sage, Christus ist ein Diener der Beschneidung. Was heißt es? Christus ist ein Jude geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind, die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk und wiederum lobt den Herrn alle Heiden, preisen sollen ihn alle Völker und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und der wird aufstehen, zu herrschen über die Völker. Auf den werden die Völker hoffen. Auch in diesem Abschnitt ist tief durchdrungen von den Wurzeln unseres Glaubens. Und das hat mit unserer Hoffnung, mit Israel zu tun. Wenn ihr möchtet, lade ich euch ein, noch aufzustehen. Ich möchte einfach noch beten. Jesus, ich danke dir einfach für dein Wort. Und ich danke dir für deine Wahrheit und für diese Kostbarkeiten. Ja, Paulus sagt selber, es ist ein Mysterium. Es ist nur schwer zu verstehen. Und es übersteigt manchmal unseren Verstand. Aber ich bete, dass du uns heute Morgen die Augen öffnest für deinen Heilsplan, für dein Volk Israel und für uns. Und wir segnen dein Volk Israel heute. Wir danken dir für die vielen Wunder, die geschehen sind, bis hin zur Staatsgründung 1948, nach 2000 Jahren wieder in einem Land leben zu dürfen. Und wir beten auch für die so kritische Situation im Nahen Osten, dass jetzt keine weitere Eskalation geschieht und du dort mit deiner Liebe, deiner Weisheit eingreifst. Und wir danken dir, dass wir anhand von Israel, von der Erwählung Israels, deine Treue erkennen dürfen, die du auch für uns hast. Du brichst nie dein Versprechen, du brichst nie deinen Bund, du bist immer bei uns. Und wir segnen auch ganz speziell diese messianisch-jüdische Gemeinde in Stuttgart. Segne sie, bewahre sie, beschütze sie und lass noch mehr Brücken entstehen zwischen ihnen und uns, zwischen messianischen Juden und Christen. Wir wollen mit unserem Leben, dem jüdischen Volk, Jesus als ihren Messias vorleben und sie segnen damit. In der Erwartung, in der Hoffnung, dass wir sie zur Eifersucht reizen können. Am Ende des Kapitels 11 im Römerbrief kommt Paulus in so ein ganz anbetendes Staunen hinein. Und er sagt, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Lasst uns ihn anbeten.